So, herzlich willkommen. Dies wird ein mega spannendes Video über die Updates von Impreza 4.9.1, das WordPress-Theme. Und ich habe schon in einem anderen Video gezeigt, mein erstes Video auf YouTube war mit Impreza 1.5.4 und wir sind jetzt bei 4.9 angekommen. Das ist natürlich überragend. Also dieses Video hier von 2014, das war nicht mein erstes Video. Mein erstes Video habe ich viel früher, 2014, gemacht. Irgendwann gelöscht, weil ich nicht mit damit zu Ich war damit einfach nicht zufrieden. Ja? Aber genau, ihr seht jetzt hier, 2014 habe ich mit Impreza angefangen und ich bin auch heute noch genauso wie früher mega zufrieden mit diesem Design. Und auch Jonas, unsere Agentur, wir sind alle mega zufrieden damit. Und wenn man hier runter scrollt jetzt mal, ich gehe mal hier ganz nach unten, dann findet man hier ein Changelog und Update History. Und hier findet man dann halt auf Englisch, was alles passiert ist, so die letzten Wochen, beziehungsweise am 30. Oktober, am 26. Oktober. Und diese beiden Updates hier, die sind jetzt entstanden nach meinem letzten Video, wo ich durch diese Einstellungen hier durchgehe auf YouTube in meiner Playlist Impreza. Wenn dir dieses Video hier gefällt, gib dem Video übrigens auf jeden Fall ein Like. Und damit du keine Live-Sessions von mir auf YouTube verpasst, wo wir in Live eine Website bauen, in Live AdWords schalten, in Live Facebook schalten, Facebook Ads schalten, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier und gib dem Video hier, wie gesagt, ein Like, weil diese Videos sind sehr viel Arbeit. So, aber jetzt kommen wir zum Punkt hier. Was ist alles passiert in dieser letzten Version oder in diesen letzten Updates? Während auf 4.9 geupdatet ist, ist relativ viel passiert und bei 4.9.1 ist nicht mehr so viel passiert, deswegen wollen wir mal ganz kurz erstmal die Version 4.9.1 abfrühstücken. Ich habe jetzt hier eine Verbesserung, also ein Improved Row Background Video. Also, diese Background Videos für eine Zeile funktionieren wohl jetzt auch auf dem Mobiltelefon. Getestet habe ich das Ganze allerdings noch nicht. Ich zeige euch das Ganze mal, damit ihr das ausprobieren könnt. Ihr könnt hier ein Hintergrundvideo reinpacken. Ich empfehle das bei Vimeo hochzuladen und dann die MP4-Datei, die man bei Vimeo bekommt, dann hier rein zu kopieren. Wir können das Ganze mal kurz ausprobieren. Ich gehe dafür einfach in einem anderen Browser-Tab, gehe ich auf Vimeo, ich öffne das Ganze hier mal und wenn ihr eure Dateien selber bei Vimeo hochladet, was ich euch empfehle, damit nicht über euren Hoster gestreamt wird, geht ihr dann in diesem Video hier auf Videodatei und findet ihr die High-Definition-Datei. Ihr kopiert die in die Zwischenablage. Und das ist eine MP4, auch wenn hier hinten noch so ein fettes Argument oder so eine Query dran ist. Das ist eigentlich eine .mp4-Datei. Wir probieren das Ganze jetzt aus. Ich gehe jetzt auf Speichern, dann gehe ich auf Aktualisieren. Schauen wir mal diese Seite an, die ich für euch hier vorbereitet habe. Und dann habe ich ein Video eingestellt, hier, das im Hintergrund läuft. Es funktioniert also. Und auf dem Mobiltelefon könnt ihr das Ganze auch ausprobieren. Diese Seite ist jetzt hier privat. Ihr könnt euch diesen Link hier merken, falls ihr das ausprobieren wollt, ob es bei euch funktioniert. Ich gehe jetzt mal hier auf Öffentlich, auf OK. Und dann gebe ich dem mal eine einfache URL, Testvideo mobil. So nennen wir das Ganze. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, dass es funktioniert. Seht ihr das jetzt bei mir? Es läuft auf meinem Mobiltelefon im Hintergrund dieses Video ab. So, ich gehe mal zurück zu meinem Beitrag und wir gucken uns jetzt mal hier die nächsten Punkte an. Hier wurden nur so ein paar Sachen gefixt und ich kann euch nur mal sagen hier, ich habe das hier ziemlich relativ schnell erkannt, dass hier sofort wieder ein Update nach 4 Tagen eingespielt wurde, weil sicherlich ein Fehler entstanden ist bei dieser Version 4.9, der so nicht bleiben darf. Und das war sicherlich hier das Hamburger-Menü, das auf allen Formaten, egal was man eingestellt hat, erschienen ist. Und deswegen mussten die natürlich nach 4 Tagen noch ein Update bringen, das so wenig, sage ich mal, Improvements hat. Denn, wie gesagt, die mussten diesen Fehler hier beheben. Das hier, Inconsistency of Effects Disabling Width, hört sich jetzt nicht so spektakulär an, dass man hierfür sofort ein Update machen muss. Was das bedeutet, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so interessant. Das dritte hier, Visual Bug When Tour Element Blinks After Page Loading, weiß ich auch nicht genau, hat aber definitiv mit einem Bug zu tun, der mit diesem Tour Element hier zu tun hatte. Dieses Tour Element hier, das sind diese Inhaltsbereiche, dass man hier sozusagen verschiedene Content-Bereiche hat und dann hat man diese Tabs hier. Benutze ich sowieso fast nie, weil Suchmaschinenoptimierungstechnisch jetzt nicht so angesagt ist, denn Google bewertet den Inhalt in den Unterpunkten, die nicht sofort sichtbar sind, als nicht so relevant. Das ist so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern.
So, jetzt kommen wir zu den nächsten Punkten. Gehen wir also mal rüber. Jetzt haben wir hier hinzugefügt. Es wurde ein Feature hinzugefügt. Fade and Reverse Hover Styles for Buttons. Deswegen habe ich das hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier eine Schaltfläche. Ich gehe mal wieder hier drauf und mache den Hintergrund jetzt erstmal weg wieder. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Ich kopiere also einfach diesen Link hier. Den kopiere ich hier raus, beziehungsweise ich lösche ihn mit Backspace. Gehe auf Aktualisieren. Und gehe dann mal hier auf meine Seite, die ich jetzt neu lade. Und gleichzeitig in einem anderen Tab. So, hier brauche ich noch die richtige URL, deswegen gehe ich nochmal hier über Seite ansehen auf diese URL drauf, dass ich gleich die richtige habe. In einem anderen Tab gehe ich hier runter und gucke mir mal dieses geile Feature von Impreza an, indem ich hier Schaltflächen global bearbeiten kann. Ich kann die Schriftgröße, die Standardschriftgröße ändern, ich kann die Schriftstärke ändern hier, kann ich alles so machen und mir angucken, wie es dann aussieht. Zum Beispiel finde ich das viel schöner. Dann kann ich mir anschauen hier mal, Moment, jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen... Ja, ich habe hier auf jeden Fall Abstand zwischen Buchstaben. Ja, das ist auch cool, dass es ein bisschen ästhetisch aussieht. Dann habe ich hier eine relative Höhe. Relative Höhe sozusagen des Buttons in Relation zu meiner Schriftgröße. Relative Breite, könnte ich ein bisschen breiter machen. Eckenradius, hier habe ich einen Eckenradius, den kann ich doller machen. Ich mag es, wenn es ganz leicht abgerundet ist. Und jetzt haben wir hier diese beiden neuen Effekte. Ich habe einmal Reverse und ich habe dieses Fade-Out oder Verlassen. Probieren wir mal Verlassen ganz kurz aus. Wenn ich jetzt auf Ändern gehe, würde ich das natürlich hier auf meiner Seite sehen. War natürlich jetzt Quatsch von mir, dass ich extra eine Seite angelegt habe hier für meinen Button. Denn ich muss meine Seite jetzt hier langsam neu laden. Ich sehe jetzt, es ist jetzt viel kleiner hier geworden, um das Ganze anzuschauen. Das kann ich hier nicht so gut debuggen. Also es ist doch nicht so ein Quatsch von mir gewesen, das anzulegen. Ja, ich gehe also nochmal nach oben. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht anfange zu scrollen auf diesen Dingern. Also scrolle ich lieber hier weiter rechts. Und dann stelle ich mal die Standardschriftgröße wieder hier ein bisschen größer ein. Und leider, wie gesagt, sehe ich nicht diese Standardschriftgröße hier oben gerade angezeigt. Das könnte auch ein Bug sein. Wenn ich mir jetzt das Ganze angucke, sieht das cool aus. Wenn ihr diesen Schatten da unten übrigens seht, dann liegt das daran, dass ich hier noch einen Schatten eingestellt habe. Der ist auch ganz cool. Und den Effekt aber, dieses Fade-Out, das ist das, was ich jetzt hier sehe. Seht ihr das? Also hier rechts kann man es nur sehen, bei diesem Line-Out-Button, bei diesem, wie heißt es nochmal? Outline-Button, genau. Reverse wird ein bisschen besser zu sehen sein, denn wenn ich Reverse anhabe, dann geht es bei denen, funktioniert es dann so und bei diesen hier ist es dann genau umgedreht. Also das meint Reverse. Wenn er Outline ist, dann wird er voll und wenn er nicht Outline ist, wird er leer. Das ist mit Reverse gemeint. Dann haben wir noch Slider, da slidet es nach unten, hier so ein bisschen dunkler und hier halt in voll und dann habe ich halt verblassen. Hier passiert halt gar nichts, hier wird er dunkler und hier wird er voller. Also verblassen ergibt jetzt nicht so wirklich Sinn. Wenn ich auf keine gehe, würde ich nicht wirklich empfehlen. Dann hat man hier höchstens noch den Shadow und Hover darunter. Wenn ich den Shadow und Hover allerdings ganz runterdrehe, dann habe ich hier gar nichts. Also so viel zu den Buttons. Was ihr das alles ist ein cooler Effekt, wie man seine Button einstellen kann. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns das nächste jetzt vor. Und zwar die Option, dass man schema.org Markup entfernen kann. Hier. Schema.org bedeutet, dass ihr sozusagen Auszeichnungen habt für eure Öffnungszeiten, für Rezepte, was sind die Inhaltsstoffe von einem Rezept und so weiter. Also Markup bedeutet, dass ihr Elementen auf eurer Website eine Bedeutung gebt. Eine Bedeutung. Bedeutung ist hier das richtige Stichwort. Und wenn ihr eure Bedeutung selber hinzufügen wollt, was ich nicht glaube, dass die meisten von euch da so viel Zeit für haben, obwohl es sehr wichtig ist. Ihr könnt zum Beispiel mal hier auf YouTube gehen und gebt mal schema.org ein, dann werdet ihr sehr schnell hier diesen, ich glaube, John Müller oder so. Nee, Quatsch, Matt Cutts heißt der. Dann werdet ihr Matt Cutts hier sehen. Er hier erklärt euch dann, dass das halt sehr cool für euer Ranking sein kann. Nicht zwangsläufig, aber es kann gut sein, wenn ihr natürlich sehr gutes Markup habt. Ja, weil dann klicken die Leute eventuell mehr und so weiter. Das bedeutet, wenn ihr euer Markup schön einstellt, selber einstellt, dann ist das eventuell besser als das Impreza Standard Markup. Jetzt, ich scrolle hier gerade so wahllos rum, ich will natürlich hier runter auf Erweitert gehen und euch zeigen, dass man hier das Standard Markup sozusagen ausschalten kann. Ich empfehle euch, das Ganze anzuhaben, es sei denn, ihr beschäftigt euch so doll mit Markup, dass ihr euer Markup selber einstellen wollt. Ganz einfache Geschichte. Dann gehe ich hier zurück. Und diese WooCommerce-Sachen, die habe ich jetzt nicht alle getestet hier. Hier hat man ein paar Verbesserungen. Das sind so kleine, aber feine kosmetische Sachen wahrscheinlich. Dann habe ich hier Open Graph Metatext. Das hört sich erstmal voll unspektakulär an, ist aber richtig geil, weil egal ob euer Featured-Bild jetzt
angezeigt wird, also das, was ihr unter Seitenbeitragsbild einstellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf meiner Seite ein Bild festlege, dann kann ich sozusagen dafür sorgen, dass, sagen wir mal, dieses Bild hier, ja, das gar nicht auf meiner Seite zu sehen ist, dass ich das als Bild festlege und das ersetzt meine SEO bei Yoast-Einstellung hier unten. Yoast ist gerade gar nicht aktiviert hier, doch ist aktiviert. Das ersetzt dann eigentlich hier dieses Bild, dieses Facebook-Bild, ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Seite hier aktualisiere und auf Facebook gehe, dann sollte er eigentlich dieses Bild nehmen, das ich gerade gewählt habe, ja. Und das wird halt eben von den Open Graph Metadaten bestimmt, was bei Facebook, Twitter und so weiter angezeigt wird, ja. Und das ist eine coole Einstellung, dass dann halt immer ein großes Bild genommen wird. Außerdem habe ich die Option, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Yoast benutze für meine, für mein Bild, das ich einstelle und vor allen Dingen für Title und so weiter, dann kann ich auch in die Einstellungen gehen und das eben ausmachen. Dann werden diese Open Graph Metatags werden dann nicht generiert von Impreza. In dem Fall finde ich es aber eigentlich ganz cool und lasse es jetzt einfach mal an, um es euch zu zeigen. Ich gehe also mal zu Facebook und genau, ihr müsst euch natürlich anmelden, damit man was posten kann. Das ist jetzt gerade ein Fake-Profil hier von mir. Und jetzt kopiere ich mal diesen Link hier rein. Jetzt wird das Vorschaubild hier abgerufen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, jetzt wird dieses Bild hier genommen. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme. Und stellt euch mal vor, jetzt ich mache das jetzt zu, ich will jetzt ein anderes Bild. Und jetzt wird es richtig interessant für euch, ganz kurz. Das zeige ich, weil diese Frage bekomme ich wirklich sehr, sehr oft. Ich wechsle jetzt mein Bild auf diesen Tee, denn Island hat nichts mit Tee zu tun, im weitesten Sinne. Und jetzt aktualisiere ich diese Seite. Ich aktualisiere, sage ich mal, auch diese Seite, beziehungsweise muss ich nicht. Jetzt kopiere ich einfach diesen Code hier nochmal rein. Ich lösche das. Moment. Ich lösche das hier. Zack. Gehe hier rein. Beziehungsweise ich muss hier noch aufs X gehen. Und jetzt kopiere ich es wieder rein. Jetzt warte ich, was passiert. Drück mal zweimal Enter. So, das funktioniert manchmal nicht so richtig, deswegen muss ich jetzt die Seite neu laden, ja. Jetzt kopiere ich es hier rein, zack. Und jetzt wird die Vorschau abgerufen und es ist immer noch das alte. Und dafür gibt es Facebook Debug URL Linter, das könnt ihr mal eingeben. Dann finde ich hier diesen Open Graph und da findet ihr auch dieses Wort wieder, Open Graph, diesen Fehlerbehebungs, diese Fehlerbehebungsseite. Und hier kann ich sagen, erneut scrapen. Und nachdem ich das Ganze erneut gescraped habe, wird im Facebook-Cache sozusagen das Bild ersetzt. Ja, und wenn ich jetzt das Ganze neu scrape und es funktioniert noch nicht, dann müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie ich meine Einstellungen getroffen habe. Also ich benutze OpenGraph Metatags. Okay. Ich benutze dieses Beitragsbild und jetzt müsste ich schauen, dass ich auch wirklich hier neu geladen habe oder neu ganz aktualisiert habe. So, und jetzt gehe ich wieder in diesen Sharing-Debugger rein und sage, okay, erneut scrapen. Und jetzt finde ich auch dieses Bild hier. Also das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Hat direkt was mit diesem Open-Graph-Schema zu tun, also mit diesem Open-Graph, mit diesem Meta-Tags, genau, ist ja letztendlich auch ein Schema. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, womit ihr volle Power habt. So, ich bin jetzt mal zurückgegangen hier zu den ganzen Features. Wir sind jetzt hier beim Logo Showcase Element. Hier wurde Responsive Option Tab eingeführt. Also dieses Element wird hier dieses Logo Showcase Element sein. Showcase, finde ich das so? Dann gebe ich mal hier oben Logo ein. Und dann ist es sicherlich hier dieses Logo Showcase Ding. Und da würde sicherlich hier sowas sein, hier, dass ich hier irgendwo responsive finde, ja. So, seht ihr es irgendwo? Responsive Options, da habe ich hier viel mehr Optionen. Grandios. Okay, das wird wahrscheinlich die Sache sein, die hier eingeführt haben. So, dann habe ich hier noch die Auto-Rotation in relation to the screen width for carousel type. So, und damit meinen sie wahrscheinlich einfach, dass sie das automatisch anordnen, je nach Bildschirmgröße, also screen width. Dann haben wir das nächste hier, Titles of Category and Author Pages. Genau, Category Doppelpunkt Design, Name to Design, Komma, Autor, okay. Das ist jetzt Post by Alexander Bag. Also die nennen das ein bisschen um, nicht Autor Doppelpunkt. Und Category Doppelpunkt Design ist jetzt nur Design. Okay, ist ein kleines Improvement, cool. Damit die User Experience besser ist. Geil. Okay, dann habe ich Typography and Button Options ist jetzt in M anstatt von Pixeln. Da habe ich super viel Kritik bekommen für Impreza, obwohl mir das persönlich ziemlich Latte war.
dass Impreza eben immer noch mit Pixeln gearbeitet hat und nicht mit relationalen Größen wie M. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass das vielen heutzutage immer noch sehr egal ist, muss ich sagen. Gerade bei, sag ich mal, den Letter-Spacings, ja. Und ich muss selber auch zugeben, dass dieses komplette Responsive M, RAM, also REM, dass das alles ziemlich auch übertrieben sein kann von Responsive Design-Gurus, sag ich mal, aber theoretisch man auch mit Pixeln sehr gute Anpassungen hinbekommen kann, ja. Also deswegen macht da keine Religion draus, verkauft online euer Produkt und wie gesagt, betet nicht den, den M-Gott an, ja. Also das nochmal als kleine Anekdote hier von mir, wie ich das Ganze sehe. Jetzt habe ich also hier unter Schaltflächen das Ganze in M den Abstand und nicht mehr in Pixeln. Also Impreza versucht modern zu werden. Mit M's, wie gesagt, mir ist das Ganze ziemlich egal, ob das Pixel oder M sind. M ist natürlich, wie gesagt, es ist eine relationale Größe zur Hauptgröße sozusagen deines Bodies, beziehungsweise ja, REM wäre noch moderner, ja. Passen sich jetzt die Größen an, je nachdem, ob du auf dem Telefon bist oder auf dem Tablet oder je nachdem, welche Bildschirmgröße du hast, passen sich jetzt die Größen automatisch an eine Basisgröße an, ja. Aber bitte, wie gesagt, keine Religion draus machen. So, als nächstes haben wir hier noch eine rechte Sache. Also hier haben wir die Portfolio-Kategorien, können jetzt bearbeitet werden von dem Editor. Ne, Moment, das wollte ich markieren hier. Von einem Editor können die jetzt bearbeitet werden. Okay, das ist eine kleine Sache. So, dann haben wir hier noch eine Verbesserung, dass die Portfolio-Kategorien sortiert werden können von bestimmten Plugins. So, das ist vielleicht nicht so interessant. Also wir benutzen auf keiner unserer Websites eigentlich Portfolio. Items, deswegen, also wir haben da meist entweder unsere eigenen Inhaltstypen, aber Portfolios benutzen wir eigentlich fast nie, weil wir nicht so viele Anwendungsfälle dafür haben. Ansonsten ist es halt eine Strukturierungsoption, diese Portfolio-Elemente im Visual Composer. Dann habe ich hier dieses Card-Element, also mein Warenkorb-Element wurde abgedatet, das kann ich natürlich nur auf premiumkratzbaum.de nachprüfen. Da das ein Shop ist, dafür muss ich jetzt erstmal hier unter Design Themes meine Impreza auch hier updaten. Das habe ich ja in einem anderen Video gemacht. Wenn euch übrigens dieses Video hier gefällt und ihr solche Videos mehr haben wollt, dann gebt einen Kommentar, schreibt darunter einfach, hey Malte, das Video hat mir gefallen, hier auf YouTube. Denn dann weiß ich alles klar, ihr guckt diese Videos. Also nicht nur ein Like geben, schreibt drunter, hey Malte, Step by Step diese Analysen anschauen, gefällt mir. Gebt also ein Like und kommentiert unter dieses Video. Ganz wichtig, das Kommentieren, ja. Ist wirklich super, super wichtig für mich und auch, dass YouTube sieht, diese Videos bringen euch was. So, wir haben jetzt hier das mit dem Warenkorb, will ich euch zeigen. Das ist aber sehr wichtig, dass ich das immer wieder hervorhebe. Also nur so kann ich viele Videos für YouTube machen. Ich habe hier gerade die Warenkorb, diese Demo-Funktion, beziehungsweise die, wie heißt das? Katalogfunktion. Genau, das Wort brannte mir auf der Zunge. Wenn ich hier auf Theme-Option gehe, dann kann ich hier auf Shop gehen und die Katalog, den Modus, den kann ich jetzt ausstellen. Wenn ich dann hier neu lade, jetzt könnte ich Dinge wahrscheinlich in den Warenkorb tun. Perfekt. Kann hier oben drauf gehen und jetzt sehe ich hier wo welche Änderung. Bisher sehe ich noch gar nichts, ne? Impreza ist jetzt aktuell 4.9.1, sollte eigentlich funktionieren, dann lesen wir uns das Ganze nochmal durch. Product Quantity is shown in a circle. So, und wenn man auf Teufel komm raus nicht rausfindet, was sich hier hinter verbirgt, dann gehe ich einfach mal hier drauf auf dieses Bild, das ist immer ein Bild, wenn da ein Link mit dabei ist, und dann sehe ich, eigentlich müsste es jetzt hier in so einem Kreis, so müsste es aussehen. Und wenn das bei mir noch nicht so der Fall ist, dann kann es natürlich auch daran liegen, dass ich irgendeine Art von Cache anhabe. Moment, jetzt habe ich gerade was kaputt gemacht. Ich gehe in einem Private Tab drauf, also ich gehe auf Datei, neues Incognito-Fenster und dann gehe ich nochmal zum Shop und packe nochmal was in den Warenkorb rein und gucke jetzt, wie es hier aussieht und wunderbar, wir sind in einem Circle und es sieht wirklich besser aus. Also, gehen wir zurück, aber eigentlich hat es, glaube ich, so den Sinn gehabt, dass es irgendwie, keine Ahnung, steht ja auch mit hier dabei, weil wenn der leer ist, sollte irgend so ein Springen vermieden werden, ne? Also
Es sieht auf jeden Fall cool aus, schick gemacht. Ein Lob dafür von meiner Seite. Ich finde es gut. So, dann haben wir hier Ignore Sticky Post Option. Und das wollen wir jetzt ausprobieren. Also, wie gesagt, auch hier kann ich aufs Bild gehen, um zu schauen, was kann ich hier machen. Und wenn ich hier einen Block anlege, was wir natürlich jetzt zusammen machen müssen, dann habe ich hier Ignore Sticky Posts als Häkchen. Und was ich echt zugeben muss, ist, dass ich gar nicht verstehe, wann ich einen Post sticky machen kann. Gehen wir mal auf Posts hier, beziehungsweise Beiträge, was ja ein Post ist. Und ich lege jetzt mal einen Post an und gucke mal, wo ich ihn sticky machen kann. Also sticky bedeutet ja, dass dieser Post, beziehungsweise das Bild des Posts, irgendwo in der Bildfläche sich nicht bewegt. Das bedeutet sticky. Ja, ich zeige euch mal ein Beispiel von dem, was sticky ist. Mein Header zum Beispiel, wenn ich nach oben scrolle, ist der sticky. Und ich verstehe, bezogen auf meine Posts, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, das müsste dann hier auftauchen, also wenn ich jetzt mal hier diese Seite habe, das müsste hier auftauchen, wenn ich jetzt diese Seite hier habe, Test, Sticky, Post, im Backend Editor, wenn ich jetzt hier drauf gehe und ich habe hier sozusagen diesen Block, ja, und irgendeiner meiner Posts ist sticky, was ich nicht verstehe, was das bedeutet. Da könnt ihr gerne unter dieses Tutorial hier drunter kommentieren auf YouTube oder auf Facebook. Dann, ja, dann wird dieser Post, dieser einzelne Post, wenn er sticky ist, ignoriert. Aber ich habe eventuell vergessen oder ich weiß nicht, oder ich habe einen Blackout, ich weiß nicht, was sticky ist. Also in Bezug auf Post verstehe ich das nicht. Deswegen gerne hier drunter kommentieren, Malte sticky in Bezug auf Post bedeutet das und das. Dann werde ich es unten in die Description mit reinschreiben. So, das war diese Sache hier. Wie gesagt, das verstehe ich nicht. Dann haben wir Highlight Color of Tab Gestures. Dann haben wir hier diese Tab Gesten, die gehighlightet werden auf Touchscreens. Das kann ich hier jetzt schlecht vormachen. Und deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal hier auf meinem Handy. Und zwar, wenn ich hier beispielsweise so einen Link habe und hier drauf tappe, dann könnt ihr sehen, dass das hier für eine ganz kurze Zeit 25% meiner Primary Color bekommt. Selbst hier unten bei so Links wie zum Beispiel, ich drücke jetzt mal auf Warum T-Jungle, genau, oder jetzt zum Beispiel mal auf Facebook, zack, bekommt es immer 25% der Primary Color, wenn ich zum Beispiel auf einem Tablet bin oder auf meinem Handy. So, dann habe ich noch hier ein Improvement und zwar Table Press Tables. Benutze ich gar nicht das Plugin, beziehungsweise doch, auf manchen Websites habe ich das schon mal installiert. Die letzten 365 Tage habe ich es jetzt nicht benutzt, aber es ist ein cooles Plugin, glaube ich, dieses Table Press, um Tabellen anzuzeigen. Letztendlich war ich nie so komplett zufrieden mit Tables in WordPress, muss ich zugeben. Früher habe ich da immer Drupal benutzt, wenn es um starke Tabellen ging. Inzwischen benutze ich zwar auch WordPress für sowas, aber ja, da braucht man dann natürlich ein cooles Plugin, zum Beispiel hier TablePress. Und was ist da das Improvements, das Improvement? Und zwar die Darstellungsweise, ja, wenn ich Sorting anhabe. Das bedeutet, hier habe ich das Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel 50 anmache, dass ich dann hier sozusagen das Ganze gut dargestellt habe und dann und dass ich sozusagen hier auch diese Navigation unten habe, ja. Springt ein bisschen rum hier, ist ein bisschen nervig und dann habe ich hier sozusagen noch hier so eine Übersicht, wo ich gerade bin. Okay, cool. Benutze ich nicht so oft, aber für euch vielleicht sehr interessant. Dann habe ich hier noch eine Sache, das soll dann auch die letzte sein, weil ich möchte nicht durch diese ganzen Bugfixes hier durchgehen. Das würde das Video hier viel zu doll in die Länge drücken und deswegen möchte ich euch nochmal hier darauf hinweisen, dass der Visual Composer jetzt WP Bakery Page Builder heißt. Also sucht nicht mehr zu lange nach dem Visual Composer, er heißt jetzt WP Bakery Page Builder. Jetzt kann ich nur noch sagen, bitte kommentiert unter dieses Video, ihr tut mir damit wirklich einen großen Gefallen. Ich kann dann mehr Videos auf jeden Fall machen. Sagt einfach Danke oder stellt eure Fragen und dann können wir darüber diskutieren. Schaut auch mal bei mir, bei Malte Helmold, bei Facebook vorbei. Freue ich mich auch sehr drüber. Wir haben einige Gruppen, die findet ihr dann hier unter diesem Video, wo sich gegenseitig geholfen werden kann, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein Malte und viel Erfolg mit Impreza. Ciao.